herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr dürft euch heute alle einmal freuen, weil es gibt tatsächlich mal wieder ein Limo-Video. An der Stelle noch mal ein paar kurze Worte einfach von mir, weil ich habe jetzt mittlerweile so ein paar Kommentare gelesen, dass viele Leute sich einfach nur Limo- und Lambo-Videos wünschen. Das funktioniert allerdings nicht, wenn wir wirklich jeden einzelnen Schritt von diesem Umbau, Wiederaufbau, wie man es auch immer nennen will, beziehungsweise je nachdem bei welchem Auto, verfilmen will, dann dauern halt einfach manche Sachen auch einfach länger, als wenn wir jetzt einfach nur das Auto fertig bauen würden und es am Ende einen Film gibt und das Thema ist durch. So, deswegen habt da einfach ein bisschen Respekt und ein bisschen Vertrauen. Das Coole ist, ich verspreche euch am Ende, ihr werdet wirklich alles von dem Neuaufbau sehen, genauso wie es bisher auch alles am Lambo zu sehen gab. Aber das geht natürlich nur in kleineren Schritten, weil natürlich auch tierisch viele Sachen im Hintergrund passieren, die einfach Zeit brauchen. Das heißt, ich kann so viel verraten, gerade in Bezug auf Limo sind wir gerade dabei, so viele neue Sachen zu bauen für dieses Auto, was die alte Limo nicht hatte. Das heißt, um einfach mal so ein paar Sachen zu sagen, Thema Motor. Der Motor wird noch mal krassere Turbolader bekommen. Der Motor wird eine Trockensumpfanlage bekommen. Das heißt, die komplette Ölversorgung ist anders. Der Motor wird noch mal anders versteift werden und, und. Haufenweise Punkte werdet ihr alle nach und nach in den ganzen Videos sehen. Das ist nur ein Punkt von vielen. Genauso sieht es beim Getriebe aus, genauso sieht es bei der Schaltung aus. Es ist einfach alles an dem Auto anders. Und diese, ich sag jetzt mal, Entwicklung, Konstruktion und so weiter, die muss natürlich erstmal bis zum gewissen Basis abgeschlossen sein, dass wir mit den Videos einsteigen können, damit die Videos nicht lang und inhaltslos sind, sondern wirklich immer komprimiert sind auf den Inhalt, den wir euch einfach rüberbringen wollen. So, okay, was machen wir? Wir fahren mal wieder nach Lübeck zu Chris. Limo ist nämlich mittlerweile soweit lackiert. Das heißt, sie ist fast fertig. Ich sage jetzt mit Absicht fast, weil Chris irgendwas sagte, sie ist noch nicht so, dass wir sie wieder mitnehmen können. Aber es ist Farbe drauf, die Seitenteile sind dran, die Carbonmulde ist drin und das Dach ist auch fertig lackiert, dass dieses theoretisch noch eingeklebt werden kann. Das ist ein Punkt, den wir bisher noch nicht gemacht haben, weil wir uns bei dem Dach noch nicht ganz so sicher sind, wie viel Sinn es macht, das Dach jetzt im Vorfeld schon einzukleben. Natürlich hätten wir die Seitenteile auch lieber eingeklebt, wenn das Auto auf den eigenen vier Rädern steht. Das ist aber noch so weit hin, dass wir das einfach nicht machen können. Beim Dach wiederum ist das ein bisschen anders. Da könnte man schon noch drauf warten und das dann im Zuge des Zusammenbaus irgendwann einkleben. Ja, so, das Coole ist, wir haben natürlich unsere Wagen wieder mit. Ich erinnere euch nochmal dran, wir haben, bevor das Auto zu dem Schwan zum Entlacken ging, hat das Auto 278 Kilo gewogen. So wie das Auto war. Mit Lack drauf, mit Unterbodenschutz drauf, mit Dichtmasse drauf, volles Programm. Dann haben wir das Auto aus dem Bad geholt. Da wog es 265 Kilo, komplett blank. Also 13 Kilo sind draufgegangen in Unterbodenschutz und Lack und so weiter. Das heißt, wir sind bei 265 Kilo ins Rennen eingestiegen. Dann haben wir allerdings das Dach rausgenommen, die Seitenteile rausgenommen und hinten die Mulde rausgenommen. Das heißt, diese Sachen haben wir mittlerweile wieder gegen Carbon ersetzt und haben das Auto abgedichtet, lackiert und so weiter. Das heißt, wir können das Auto jetzt wiegen und können euch genau sagen, wie viel das neue Auto leichter ist, hoffentlich, doof wäre es, wenn schwerer ist, als die ursprüngliche Karosse. Hast du einen Tipp oder was denkst du? Mir gehen aktuell so viele Zahlen durch den Kopf an allen Ecken. Ich kann es nicht einschätzen, wie viel Klarlack-Christa wieder draufhaut, ne? Aber wir haben ja neulich bei JP im Video gelernt, schwarz ist ja tatsächlich, witzigerweise, ich wusste es vorher auch nicht, die leichteste Farbe. Ernsthaft? Ja, ja. Schwarz ist die leichteste Farbe, weiß ist die schwerste Farbe. So, ne? Wir haben witzigerweise die leichteste Farbe drauf. Dach, ich sage jetzt mal vorsichtig, 240 Kilo. Ich würde sogar 250 sagen. So, das heißt, wir wären mit Lack drauf, mit Dichtmasse drauf und allem statt 265 jetzt wieder bei 240. Stimmt, hast du recht. So viel sind die Carbonteile ja auch nicht leichter. Seitenteile, Dach, Mulde, lass es zusammen 25, 30 Kilo sein. Ein bisschen Lack drauf, ja, 240, 250 Kilo.
Damit wir dann aber einen Referenzwert für später für einen Zusammenbau haben, weil ich habe mir nämlich überlegt, um das Ganze interessant zu halten, werden wir den Zusammenbau auf den Wagen machen. Das heißt, wir können immer wieder sagen, jetzt haben wir das und das und das eingebaut, jetzt wiegt das Auto so und so viel. Würde ich sagen, wir nehmen nachher auf jeden Fall einmal das Gestell ab und wiegen das Auto auch einmal ohne das Gestell. Ja. Das können wir auch zur Not in Hannover machen, aber gucken. Auf jeden Fall können wir sagen, wie wir zu vorher stehen. Ja, so viel dazu. Ab nach Lübeck und mal gucken, wie weit Chris so ist. So, wir sind angekommen in Lübeck. Chris ist auch schon am Start. Wir durften bisher noch nicht gucken. Ist aber schon Farbe drauf. Ja, ein bisschen Farbe ist drauf, ja. Das heißt, was hast du die letzten Tage, Wochen so gemacht? Schon zumindest? Eigentlich nur geschliffen. So, und dann, na gut, ich sag mal, das Schlimmste ist ja eigentlich so das Abkleben am Auto, sodass das halt dementsprechend natürlich vernünftig alles aussieht. Und da habe ich noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Okay, wir gehen mal. Die müssen wir uns jetzt erstmal anschauen. Ich habe gesagt, ich habe die Wagen mit. Wir haben schon auf dem Hinweg ein kleines Resümee gemacht, was das Ding vorher gewogen hat, was es entlackt gewogen hat. Dann können wir nämlich gleich mal wiegen, was das Ding jetzt wiegt mit den Carbon-Teilen. Ja. Schauen wir mal. Wir machen das mal Licht ins Dunkel hier. Oh, ja, war schön geworden. Doch, also schön geworden auf jeden Fall. Ist doch rot geworden, das Ding. Und Phil hat das noch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich keine Fotos und nichts bekommen diesmal. Wenigstens einmal nicht. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Ja. Schön schwarz auf jeden Fall. Ist doch mal schwarz. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, warum ich. Ich habe bloß leider ein bisschen Farbe vergessen. War mit Absicht? War Pistole leer? Ja, Pistole war irgendwie leer. Und dann dachte ich auch, na gut, denn vielleicht sieht das ja auch so mal ganz interessant aus. Alter. Bitte Schwede. Na, ist natürlich noch nicht endgültig. Das ist natürlich. Aber man muss es ja wenigstens einmal sehen, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Das ist natürlich mal eine Ansage, ne? Heftiger Scheiß. Leck mich am Arsch. Das kommt schon ganz gut. Vor allem, das sieht jetzt ja. Das heißt, hier ist jetzt schon Klarlack drauf, los. Klarlack ist jetzt einmal drauf, ja. Das sieht jetzt ja schon wieder. Das sieht ja schon fast wieder künstlich aus. So, ne? Ja, also das jetzt so glatt und von der Struktur, von der Tiefe jetzt so, ne? Wie die Matten so liegen. Deswegen, das ist natürlich. Schon sehr krass. Also ich musste mir das einfach mal gönnen und einfach mal gucken, wie das einfach mit Lichtcarbon aussieht. Wenn man dann schon einmal die Möglichkeit hat, das ist einfach zu geil. Echt heftig. Brutal. Müssen wir ran, vielleicht müssen wir aufpassen, dass du hier nicht so gegenkommst. Jo. Ne, das habe ich jetzt auch mal raufgeschmissen, dass man das nochmal ein bisschen sehen kann. Krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nee. Deswegen habe ich keine Fotos geschickt. Das muss man einfach live sehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera überhaupt so rüberkommt. Deswegen selbst mit Fotos. Erinnert mich an ich weiß, bei Night Factor stand ja einer mal in komplett laminiert. Der R6. Genau. Mhm. Das war aber, glaube ich, ja nicht der von dem Pfeffer. Das war ein anderer Laminierter, ne? Pfeffer hat er auch mal einen, ne? Ja. Und gelaminiert sieht einfach immer anders aus als wenn das wirklich so drauf ist, ne? Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Tage und Stunden wir uns Gedanken darüber gemacht haben, ne? Dass hier wirklich mal ein Carbon-Seitenteil drin ist, ich schwöre dir, wenn wir es irgendwo hinstellen, werden die Leute denken, es ist laminiert. Ja. Das glaube ich auch. So. Ja, gut, das ist, ja gut, ich sag mal unter dem Strich, aber da wird es natürlich schwierig, das hier so hinzukriegen. Außer man würde natürlich die ganze Säule jetzt durchziehen. Ja, ja. Ach so, das ist so nur so ein bisschen angenebelt, ja? Genau. Ja, die Pistole war leer. War kein Lack mehr da. War kein Lack mehr. Ja, Glasurit hat leider zu wenig geschickt. Vor dem Tief. Aber was ich auch. Er ist, wenn man reinkommt, ist das Schwarz doch wirklich ganz schön dunkel, ne? So, ne? Wenn ich gerade so geguckt habe, ist das schon. Das wäre also natürlich, ich denke ja eigentlich nur noch so an die Farbmuster, die wir gemacht haben. Und das war schon echt krass. Vor allem, guck mal, selbst hier unten hat er das überall so angenebelt, ne? Man würde wirklich denken, dass hier einfach komplett Carbon ist alles, ne? Na, rausgerissen wäre natürlich auch witzig gewesen, aber... Ja, das heißt, wie hast du das jetzt hier gemacht? Genau, wir haben ja jetzt sozusagen... Ja, ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mal, wo der Übergang ist. Hier ist ja, wo viele Leute... Ja, man kann sich ja ungefähr immer sagen, da, wo das Seitenteil hier aufhört. Ne? Mhm. Hier zwischen ist ja diese Klebestelle, die Fuge, wo alle sich immer gefragt haben, wie machen wir das wohl, wie wird das wohl am Ende? Na, und jetzt habe ich das sozusagen dann eben halt alles geglättet, dass wir halt einen Übergang haben.
und habe das jetzt, sag ich mal, bis hierhin grundiert. Dann muss ich ja ganz leicht mit dem Schwarz nochmal mit reingehen. So, das einzige Problem war natürlich dabei, dass hier kein Schwarz drauf kommt. Mhm. Jetzt, also damit das natürlich einmal cool aussieht. Ah, das heißt, du hast es hier abgeklebt? Genau, ich habe das eben halt sozusagen eher etwas weiter oben noch abgeklebt und musste dann halt mit dem Schwarz ganz vorsichtig ran, musste es dann noch abziehen, musste dann ja auch gucken, dass es einmal auf beiden Seiten natürlich gleich dementsprechend aussieht. Also musst du natürlich eben halt einmal schauen, dass du einen richtig geilen Übergang dahin kriegst. Das heißt, das war jetzt so eine typische Aufgabe, wo so ein Lackierer einfach mal Bock hat zu zeigen, was er kann. Genau. Okay, verstehe. Ja, weil ich ja sonst aber die Carbon-Teile einfach immer knallt schwarz überlackiere, dachte ich, mache ich das jetzt mal nicht. Mhm. Nee, und ich glaube, das muss man auch einfach mal so zeigen. Ich überlege die ganze Zeit, wie das wohl aussehen würde, wenn das ganze Auto so wäre. Ja, die haben doch gerade bei hier Gunter Werks, die haben doch da irgendwie so ein Porsche gerade gemacht. Das sieht schon richtig, richtig krass aus. Mhm. Ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen, wie das halt auf so einem Auto aussieht, ne? Wie viel Klarlack ist jetzt hier so aus dem Auto schon drauf? Puh, also eigentlich sind ja nur, wir haben ja sozusagen dieses Carbospray, also diesen Füller, da sind zwei Gänge auf den Seitenteilen drauf. Mhm. Und jetzt ist sozusagen eigentlich nur ein Gang Klarlack drauf. Oder zwei Gänge Klarlack, aber ohne Zwischenschliff, ohne Finish, ohne alles. Mhm. Was sagst du dazu? Sprachlos. Also man steht wirklich vor und kann gar nicht realisieren, dass es so ist. So, ne, weil es sieht halt einfach jetzt mit Klarlack drauf immer noch mal anders aus, wie letztes Mal, als wir es angeklebt haben. So, bei matt denkt man immer noch so, ach ja, am Ende wird es eh lackiert, sieht schon nicht so scheiße aus und so weiter. Ne? So, aber jetzt, wo man halt sieht, es ist Klarlack drauf und es sieht perfekt aus. Genau, es ist nichts so, ne? Oder sonst so, irgendwas. Ne, da sitzt jede Faser, das ist akkurat. So, und was halt die Endstufe ist, weiß ich schon, wie die Leute diese Ecken auseinandernehmen werden. Ne? Ist halt einfach der Bereich so, ne? Wenn man sich überlegt, was das für eine Fummelarbeit so war, das alles immer abkleben, lackieren und so weiter. Da auch nichts draufkommen, oder? Natürlich, das würden wir dann ja sicherlich in Sichtgarbon lassen hier drin. Okay, eine Sache, die ich jetzt schon mal wieder korrigieren muss auf jeden Fall, ist Wiegen. Wird natürlich jetzt wieder nur so semi-professionell. Ja, aber irgendwas kriegen wir schon hin. Weil ach so, wegen der Folie halt, ne? Na gut, aber die Folie, die sind so dünn. Also ich glaube da... Man kann ja schon mal einen Zwischenschritt, könnten wir auf jeden Fall gleich haben. Weil das Dach könnten wir dann ja runternehmen. So ja, das können wir alles drauf lassen, weil das Auto war damals mit Blechmulde, Blechseitenteilen, Blechdach. Okay. Also es würde sich theoretisch schon so genau passen. Da hatten wir 278 Kilo die jungfräuliche Karosse, 265 Kilo die blanke Karosse. Ja. So. Was ist dein Tipp, was du jetzt geben könnte? Das heißt, wir haben jetzt das Carbon dran statt dem Blech. Dafür haben wir wieder den ganzen Lack und so weiter alles drauf. Also ich würde fast schätzen, also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir auf jeden Fall unter dem damalig, also klar, da drunter sind wir so oder so, aber dass da nicht so viel dazugekommen ist. Also ich hatte kurzzeitig einen Kopf überflogen und war so bei 240 Kilo, also dass wir nochmal 25 drunter sind. Natürlich brutal. Das wird natürlich. Aber mit dem ganzen Klarlack, den ich da drauf habe, wird das schwer. Mit dem ganzen Carbon-Spachtel. Ja, vor allem die Seite sieht ohne Tankdeckel noch mal krasser aus. Wie ist das aus Erfahrung? Das Licht hier drin, ist das fürs Carbon eher positiv oder negativ? Eigentlich macht das keinen Riesenunterschied. Also klar, wenn das natürlich draußen steht, ist das richtig geil. Weil die Sonne natürlich da eben halt auch nochmal drauf scheint und alles. Aber und dann steht jetzt mal mit dem Licht oder mit der Lichtanordnung hast du eigentlich eher so keinen Schatten hier drin. Ne? Guck mal alleine, film mal von der Perspektive bitte. Hier so auf die Partie. Das ist halt einfach das Krasseste beim Carbon, wenn man halt sieht, die Fasern, wie die so in den ganzen Ecken liegen und so. Ne? Na, das kommt matt natürlich überhaupt nicht rüber. Deswegen doch hier so alles so, ne? Das ist schon, in den Glänzen halt schon richtig, richtig cool. Das ist schon hardcore. Das ist schon... Man könnte meinen, du kannst was. Ja, ich habe mal jemanden zugeguckt, der das ganz gut kann. Brutal. Weiß nicht, was ich sagen will. Ach, ich bin nur froh, dass das mit den Übergängen erstmal geklappt hat. Wir hatten jetzt eben halt auch nochmal, wo wir jetzt so die warmen Temperaturen hatten, stand der Wagen auch nochmal draußen, zwei Wochen lang. So, und hat dann natürlich nochmal die volle Hitze gekriegt. Mhm. So, und da... Hat das auch eigentlich oder aus meiner Sicht soweit gut geklappt? Ist es nichts eingerissen oder klar, ein bisschen abgezeichnet hat sich es auf jeden Fall. So, aber das war natürlich für uns jetzt natürlich nochmal ganz gut, dass wir das dann rausschleifen konnten und ja, sag mal, dann abgesackt alles lackieren können. Um einmal das
Sowas halt, ne? Weil das haben wir bei Artium immer beim Abformen. Du guckst hier drauf und denkst jetzt sogar, dass das das Blechseitenteil mit den, ist, ne? Mit den Punktschweißungen von Original noch ist, ne? Obwohl es halt einfach nur abgeformt ist von dem Originalteil. So, okay, ich bin jetzt wirklich gerade ein bisschen überfragt, ob wir das wirklich lackieren sollten oder ob man so lässt. Da müssen wir uns jetzt gleich erstmal ein bisschen drüber streiten, diskutieren und so weiter. Mal gucken, weil es sieht einfach so pervers aus. Das muss die Nachwelt einfach sehen. Sind sie ja jetzt. Ja, aber das wird so. Ja, könnt ihr einfach mal in die Kommentare ballern, was. So, das ist. Ich habe da keine Worte für, weil das ist wirklich live nochmal eine ganz andere Liga. Auch weil halt einfach so, weißt du, wenn Artium jetzt hier irgendwo einen Fehler drin gemacht hätte. So, das kann ja nur, dass die Matte ein bisschen weiter abgestanden hat oder so, ne? Sofort gesehen. Dann hättest du das jetzt alles sofort überall drin. Und hier ist ja wirklich bis in die letzte Ecke perfekt. Da musst du jetzt ja fast ohne Stoßstange zum Treffen fahren. Eigentlich ja. oder wir müssen die aus Glas bauen oder so. Dass man da durchgucken kann, ne? Tja, so, okay, wie machen wir jetzt weiter? Wir wollten eigentlich in diesem Video so ein bisschen darauf eingehen, wie der ganze Lackaufbau an dem Auto ist. Hier, ich weiß gar nicht mehr, der letzte Stand war ja, dass es gefüllert wurde und lackiert wurde. Genau. Jetzt in den ganzen Bereichen ist auch einmal Klarlack drauf oder öfter schon? Nee, alles nur einmal. Alles einmal, okay. Weil selbst das ist ja schon heftig glatt. Ja, ich habe eine neue Lackierpistole gekriegt und die haut da schon echt gut durch. Mhm. Und mit dem Klarlack, also auch der Klarlack, den wir jetzt von Foschimi halt haben, das ist ja dieser Carbo Clear, also sozusagen ja, so ein Carbon-Klarlack, da ist dann gleichzeitig noch so ein V-Stabilisator mit drin. Und der ist unfassbar glatt. Da kann man echt geil mit lackieren. Und dann haben wir jetzt so eine Iwata Lackierpistole gekriegt und die macht ein richtig geiles, weiches Bild. Mhm. Weil, guckt euch einfach mal an, das ist jetzt noch nicht geschliffen, noch nicht poliert. Wie, na, am besten filmst du irgendwie in so eine Spiegelung rein oder versuchst dich mal selber in der Spiegelung zu filmen. Wie sie natürlich schwierig, wir haben hier wenig Fläche so, ne? Ist ja nichts mehr schwarz, ne? wie glatt das schon so ist, ne? Das heißt, wenn da jetzt nochmal poliert wird und so, leckt mich am Arsch, das wird schon heftig. Von einmal klar, da kommt der dann so oder so noch. Vor allem viel zu schade zum Zusammenbauen, ne? Ja, ich würde auch einfach so in der Ecke stellen. Ja, einfach nur jeden Tag angucken. Laden verkaufen. Jeden Tag angucken, fertig. Vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, wenn hier noch die schönen Alu-Zierleisten rankommen und so, die Carbon-Einschiebsleisten, das wird schon richtig gut. Das wird schon ein Brett. Okay, was schlägst du vor, wie wir weitermachen? Ja, jetzt, klar, muss es auf jeden Fall so oder so nochmal geschliffen werden. Das heißt, wir schleifen jetzt wirklich darauf. Knallt. Das alles nochmal? Mhm. Okay. Und das ist alles doch ein bisschen aufwendiger, als man immer so meistens denkt, ne? Weil jeder Normalo würde jetzt hier abreißen und sagen, fertig, ne? Ja, also unterm Strich, klar, man könnte es technisch auch so lassen, also könnte man jetzt, sag ich mal, die Staubeinschlüsse und alles noch entfernen, aber nö. Hier knallen wir auf jeden Fall entweder schwarz drauf oder Klarlack, wenigstens noch mal zwei Gänge, ja, und dann wär auf jeden Fall alles sexy. Also ich wollte von dem Tag an, wo wir das Auto angefangen haben, habe ich immer gesagt, das Auto muss wieder schwarz werden. Mhm. Ja, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein paar Diskutierminuten haben. Ja, sowohl hin als auch zurück, als auch morgen, als auch übermorgen, was wir machen. Weil das ist. Ja, von der Sache her ist natürlich geil, ne? Also es ist wirklich. Das gibt es ja nur einmal, denn dann. Wenn man davor steht, ist es einfach wie, als wenn so ein Traum gerade wahr wird, ne? Weil, guck mal, ich würde tippen, die letzten 5 Jahre haben wir ja eigentlich von Carbon-Seitenteilen geträumt, ne? Mhm. So, und jetzt dieser Moment, wo sie dran sind. Sie da? Sie sind anlackiert, sie sind verklebt, das Ding sieht astrein gerade aus. Schade, dass Marius das jetzt nicht in live sehen kann. Ja, ja, der hat die Hose schon unten. Der hat die Taschentücher schon ausgepackt. Okay, so, aber wir wollen ja trotzdem so ein bisschen was zum Lackiervorgang auf jeden Fall noch zeigen. Mhm. Das heißt, wir müssen alles nochmal schleifen. Genau. Komplett. Haben wir noch ein bisschen Zeitraffermaterial? Von der Geschichte habe ich jetzt gar nichts gemacht. Okay. Weil unterm Strich, das waren jetzt keine Sachen, die. Ich sag mal, so großartig waren, dass ich die jetzt zeigen müsste. Ein paar Sachen können wir mal nochmal drauf eingehen, was oder welche Probleme gibt es eben halt gerade mit der KTL-Grundierung. Mhm. Welche Schleifpapier bräuchte man gegebenenfalls, bestenfalls dafür oder was haben wir benutzt? Und ja, klar, womit kann man Ecken und Kanten alles gut schleifen, dass das alles auch relativ schnell geht und trotzdem eine gute Qualität liefert. Mhm. Den eigentlichen Lackaufbau hatten wir ja beim letzten Video schon besprochen. Das heißt, wir steigen jetzt rein, wirklich beim Schleifen und nochmal eine Schicht Klarlack an.
Genau, also klar, ich würde jetzt halt nochmal erklären, wie wir halt die KTL einmal, wie die halt geschliffen wird, wie wir den Füller, sag ich mal, bestenfalls schleifen und ja, wie wir dann halt den Aufbau machen. Okay. Oder so, wie wir den hier jetzt gemacht haben. Ich würde vorschlagen, ich flitze mal einmal zum Auto und hole die Wagen und du bereitest mal Schleifen vor und dann gehst du. Ja. Also ich muss mich bei euch entschuldigen, ihr kriegt leider kein Gewicht heute, weil das ist einfach so überwältigend, gerade mit dem Carbon. Das müssen wir uns einfach für ein anderes Video aufheben, dieses Auto zu wiegen, weil wenn jetzt noch irgendwas Krasses in Bezug auf Gewicht kommt, das ist einfach zu viel für dieses Video. Deswegen lasst uns lieber direkt zum Schleifen übergehen und ihr behaltet euch das Gewicht nochmal bis zum nächsten Video vor. So, wir gehen jetzt nochmal auf die Thematik Schleifen ein. Klingt jetzt erstmal total langweilig, aber ich behaupte mal, dass fast ein großer Teil von der eigentlichen Lackierarbeit immer das Schleifen ist, wahrscheinlich. Ne? Meistens, ja. Also eigentlich hast du ja, doof gesagt, 80% nur schleifen, spachteln, so lange, bis du dann irgendwann mal fertig bist. Und deswegen gehen wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe, weil wir einfach gerade das Beispiel dafür haben und gucken uns das Ganze mal an. Jo. So, das heißt, das Auto kam ja aus dem Bad KTL beschichtet. Da ging ja schon die großen Diskussionen los, schleift man das jetzt nochmal an oder schleift man das nicht nochmal an? Du hast es komplett einmal angeschliffen. Nicht überall. Also, nicht überall, okay. Also unterm Strich, wir haben ja, sag mal so ein, oder diese nassen Nassfüllergeschichten, die wir jetzt, sag mal, im Innenbereich oder alles, was du nicht siehst, da kannst du, das doof gesagt, mit dem nassen Nassfüller einfach überlackieren, dann wird es nur gereinigt. So, wir haben halt, sag mal, mit einem Schleifpad, das ist so ein schöner Schwamm hier. So, mit dem haben wir das einmal an manchen Stellen einmal vorgeschliffen nochmal, wo ich der Meinung war, da macht das schon Sinn, das vielleicht mal zu machen. Das ist immer im Bereich, sag ich mal, Scharniere zum Beispiel, also, oder wo innen irgendwas festgeschraubt wird, damit hinterher nichts abplatzt. Oder wo man auch mal so ein bisschen in der KTL gesehen hat, dass das vielleicht ein bisschen unruhig geworden ist und so weiter. Ne? Genau. War ja nicht überall immer 100% glatt. Ne? So ein bisschen Welle war da ja schon hier und da mal drin. Genau, das haben wir im Motorraum auf jeden Fall. Also im Motorraum sind wir komplett mit dem Pad runter auf dem Unterboden. Der Sicherheit halber auch noch. Ja, also an vielen Stellen, gerade in den Radläufen und sowas, sind wir nochmal überall beigegangen. Sieht man, oder hat man ja auch im letzten Video auch gesehen noch. Und ja, und alles, was nachher außen ist, wird dann halt ja, komplett geschliffen. Also alles, was sichtbar ist. Weil da hast du dann eben halt, du hast ja trotzdem ein bisschen Narbe, du hast mal ein bisschen, was ich, ein Dreck hier drin, oder vielleicht doch mal irgendwie was, das weggelaufen ist. Das heißt, hiermit alle Ecken und Kanten. Genau. Und die großen Flächen mit Exzenter. Genau. Und dafür haben wir sozusagen, also für diese KTL-Beschichtung, haben wir hier so eine diamantbesetzte Scheibe. So, die fässt sich aber krass an. Fass mal an hier mit einem Daumen. Fässt sich eher so fast so. Also, das ist schon fast relativ merkwürdig. Fast gar nicht mehr raus, so ungefähr. Ne? Ja, und die haben so, ich sag mal, da haben wir jetzt eine 320er Körnung. So, und damit schleifen wir dann, sag ich mal, alle Neuteile durch. Und da hält eine Scheibe ungefähr 15 Neuteile. Ist das irgendwie spezial von Kovacs oder das KTL-Schleifscheibe? Ja, doof gedacht, ja. Echt? Also, das man war jetzt gerade nur so geraten, weil du das da so rausgezaubert hast. Ja, also, das ist eigentlich sozusagen ja, größtenteils nur für Neuteile. Das heißt, die ist extra. Wie sagt man dazu? Hart? Ja, ich sag mal, die Körner nutzen nicht wirklich ab. Also ich sag mal, die sind halt schon sehr hart. So, und du kannst denn, sag mal, oder bei dieser KTL-Grundierung ist es ja so, die ist auch dementsprechend hart. So, das ist aber unterschiedlich. Es gibt dann etwas weiche Grundierungen, etwas harte, die sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Frage für den Halblein, der ja früher mal so ein bisschen geschliffen hat, um mit der Dose zu lackieren danach. Ist es so, dass sich das Korn abnutzt oder setzt sich das einfach mit Lack zu? Weil wir schleifen ja schon dauerhaft Lack weg. In der Regel nutzt sich das nutzt es ab. Nutzt sich richtig ab? Ja. Okay, das heißt, wenn dann so ein Pad richtig glatt wird, ist das wirklich, weil einfach Korn weg ist, also genau. Müll neu nehmen. Ganz genau. Okay. Dann bringt es auch nichts mehr, das weiter zu benutzen. Also deswegen gibt es halt auch verschiedene Schleifpapierqualitäten. Es gibt welche, die sind, sag mal, sehr billig. So, da ist das Korn dann in Anführung, also da ist einmal der Träger. Scheiße. Und das Korn dann auch dementsprechend schlecht. Und je teurer die werden, je härter sind die ganzen Schleifkörner. Das sieht fast so ein bisschen diamantmäßig aus. Genau. Ich weiß gar nicht, René, ob du da so rankommst. Ich glaube, das eigentliche Blaue ist gar nicht das Korn, sondern das Korn sind nur diese kleinen Punkte, die da zu sehen sind. Ne? Kriegst du ja so ganz fein drauf. Sieht eher fast so aus wie so Staub nur. Ein bisschen Spiegel vielleicht. So, ne? Das sind so ganz feine Pünktchen drauf. Ja, es ist so Diamant beschichtet halt. Okay, so, das heißt, hiermit und hiermit alles durchschleifen, bis das bei der ganzen Karosse fertig war, sind das wahrscheinlich alleine schon wieder ein paar Stunden. Ja. So, dann Nass-in-Nass-Füller.
Oder nee, hier haben wir jetzt von außen dann, sag mal, so einen ja, Dickschichtfüller genommen. Also so, der wird dann aber nochmal geschliffen. Bei dem nassen Nassfüller ist es so, den trägst du auf und kannst gleich überlackieren. Das heißt, du hast eine relativ glatte Oberfläche, also so wie jetzt im Innenraum zum Beispiel, eine glatte Oberfläche und lackierst dann weiter. Mhm. Würde man jetzt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt einen Neuteil-Kotflügel nehmen, den schleifen wir dann auch mit der blauen Scheibe durch, Ecken und Kanten mit dem grünen Patt. Und dann ja, lassen Nassfüller ein oder zwei Gänge drauf und können nach einer kurzen Ablüftzeit von 10 bis 15 Minuten können wir gleich mit dem Basislack weiter drauf lackieren, Klarlack drauf, Teil fertig. Mhm. So, weil es gibt natürlich immer auch noch so tolle Fachmänner, die diese KTL-Grundierung als Grundierung sehen und die Teile einfach schleifen, den Basislack da drauf machen und einfach überlackieren. Das geht natürlich nicht. Dann gammeln die Teile wie Teufel. Vorhin gerade auch beim Schleifen schleifst du ja mit Sicherheit ein paar Stellen auch dann an der Kante vielleicht doch mal wieder durch. Jo, ne? Und wenn du da natürlich direkt den Basislack drauf machst, ne? Ist natürlich gar kein Rostschutz mehr da. Ne? Nee. Okay, dann gibt es ja auch noch, ich kenne das noch immer so, manche Teile lassen sich geiler schleifen und manche lassen sich beschissen schleifen. Mhm. Beim KTL wird es wahrscheinlich so sein, da schleifst du Stunden drauf um, das passiert eigentlich nichts. Ne? Nicht zwangsläufig. Also es gibt wirklich, ist, gut, das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Ist echt unterschiedlich, okay. Ja, weil manchmal hast du Hersteller so, da ist die KTL so hart, so dafür ist natürlich die Scheibe richtig geil. Also damit kriegst du es dann wirklich gut geschliffen. Mhm. So, und dann gibt es halt auch welche, die sind, lassen sich richtig scheiße schleifen. Mhm. So, da kannst du auch rumrubbeln, wie du willst. Aber gut, mit der Scheibe geht das eigentlich, so aus Erfahrung, immer gut. So, wir haben natürlich eben halt, sag ich mal, damals mit normalen Scheiben geschliffen, bis wir halt mal irgendwann rausgekriegt haben, dass es auch geilere Geschichten gibt. So, mit normalem Schleifpapier geschliffen, und da hast du halt wirklich döller die Unterschiede gemerkt. Mhm. Das fässt sich auch irgendwie gut an. Okay, dann Basislack. Und den Basislack hast du auch nochmal komplett wieder durchgeschliffen? Nee, also ich sag mal, der Füller wird dann nur geschliffen. Den haben wir jetzt, sag mal, mit 4 Euro. Nur außen der Außenfüller, dieser Dickschichtfüller. Genau, so, weil der, ich sag mal, unterm Strich, wenn du ihn aufträgst, hast du, sag mal, so eine Spritznarbe, nennt sich das. Also so durch die Festkörper. So, und die muss einmal geglättet werden. So, das wird dann natürlich eben halt, oder haben wir jetzt mit einem 400er Korn gemacht. Und dann die Ecken und Kanten dann auch wieder mit dem grünen Schwamm. Weil das einfach gut funktioniert. Ja, ja. So, man kann natürlich, sag ich mal, auch noch mit, ja, mit so einem 600er Schleifpad oder mit Nassschleifen, aber Nassschleifen, ich sag mal, die Zeiten sind mittlerweile irgendwie vorbei. Ja, dann sitzt du ja wirklich hier. Dann sitzt du doch mal ein paar Stunden länger. Weil das Problem ist ja immer, je feiner das Korn wird, je länger musst du ja theoretisch auch schleifen, ne? So. Oh, nicht zwangsläufig. Oder also ist es dann tatsächlich so, angenommen, du hast bis 400er geschliffen und nimmst dann nochmal 600er nass, kommst du da relativ schnell nochmal voran? Dann kommst du gut voran, ja. Also ich sag mal, mit 800er geht es auch noch ungefähr. Also mit 800er nass kommst du auch noch gut voran. Alles, was feiner ist, brauchst du nicht. Okay. Außer wenn du jetzt, sag ich mal, ein ganz, ganz, ganz feines Silber hast, so, dann könnte man eventuell, sag ich mal, dann würde ich auch nochmal in die Vollen gehen, dass ich vielleicht nochmal so, oder na, 800 und maximal 1000, aber feiner würde ich nicht machen, sonst haftet der Lack nicht mehr richtig. Ganz kurz Zwischenfarbe, Frage, hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Wusstest du, dass schwarzer Lack der leichteste ist? Ist es so? Ja, yeah. Haben wir gerade im Hinweg schon mal gesagt, im JP-Video, wo die den RS4 lackiert haben in Rot, kam witzigerweise genau dieses Statement zum Einsatz, sind ja auch sofort, schwarze Autos die leichtesten, weiß ist die schwerste Farbe. Damit habe ich mich eigentlich noch, also noch nie so beschäftigt. Deswegen passt das jetzt auch so mit Carbon und Schwarz, ne? Weil so leicht bleibt. Okay, so, also dann nochmal einmal durchgeschliffen, dann kommt Basislack drauf. Basislack und direkt Klarlack. Genau, also der Basislack wird einmal abgelüftet. So, dass der denn, weil ich sag mal, gut, hier haben wir jetzt so ein Wasser- oder so ein Wasserbasis-Klarlack. So, da muss die Feuchtigkeit natürlich einmal raus, die trocknen wir einmal. So, dann ist das alles matt abgelüftet. Das können wir zur Not auch nochmal nachpusten, falls es noch nicht richtig durchgetrocknet ist. Und dann kommt Klarlack drauf. So, ohne nochmal, ohne Zwischenschliff, ohne alles. So, und dann wird das einmal getrocknet oder gegebenenfalls stehen gelassen, je nachdem. Also hier haben wir es jetzt einmal getrocknet, damit es dann auch wirklich fest ist und sich alles nochmal ordentlich setzt. Getrocknet heißt in Ofen, in Trockner. Genau. Also wird es einmal auf, oder wir trocknen immer auf 73 Grad ja, Lufttemperatur. Da hast du, sag mal, naja, so eine Objekttemperatur von 60 Grad. Und dann ist alles gut. Also Objekttemperatur ist sozusagen Karosse. Ja, ja, klar. Dann 60 Grad. So, die Gefahr ist natürlich eben halt immer, sag ich mal, wenn man jetzt so eine ganze Karosse macht und die natürlich richtig glatt werden soll, wenn du die dann trocknest, dann wird der Lack sozusagen nochmal etwas flüssiger. Und dann hast du natürlich die Gefahr, dass dann doch hier und da nochmal ein bisschen Farbe wegläuft. Ah, ist echt so, der wird beim Trocknen wieder flüssig? Ja. Krass, hab ich gar nicht gedacht. Ich hab gedacht, der wird eher hart. So, und ich sag mal, wenn du den, oder wenn du das natürlich richtig glatt haben willst, dann musst du den schon ordentlich zuschwemmen. Ja. So, und wenn, ja, wenn du natürlich, sag mal, relativ viel Material aufträgst, dann ist es wirklich an der Laufgrenze. Und wenn es dann nochmal warm wird, dann muss man schon ein bisschen tricksen. Aber das ist, macht dir die Erfahrung. Wie viel Farbe ist jetzt hier so drauf? Eher wenig oder eher viel, dass es schön glatt wird?
mit der Pistole, die ich jetzt da genommen habe, musste ich gar nicht so mega viel auftragen. Weil die Pistole sofort, also natürlich die Pistolen sind wirklich alle unterschiedlich. Also dass es so einen krassen Unterschied macht, hätte ich auch nicht geglaubt. Das aber die trage ich auch. Also ich sag mal, ich trage schon eine dünne Schicht sofort glatt auf. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein krasses Thema. Das müssen wir irgendwann auch nochmal an irgendeinem Teil machen, dass man wirklich mal so mit Thematik Pistole und so weiter, was man einstellen kann und was er nicht. Das würde natürlich jetzt den Rahmen hier sprengen. Hier auf jeden Fall, ja. Okay, also hier ist gar nicht so viel drauf. Das ist ja schon mal gut. Ist aber auch schlecht, weil wenn ich gleich anfange zu schleifen. Oh, nee. da passiert dieser Kampf. Also wenn ich klar mache, kannst du mit der Flex die Kratzer rausschleifen. Okay, so. Also wurde schon einmal geschliffen, wenn ich richtig zugehört habe. Dann ist jetzt wieder Klarheit drauf gekommen. Und genau. Jetzt willst du es tatsächlich nochmal schleifen. Ja. Okay, ich glaube, das ist immer so der krasseste Moment. Man hat ja immer so Angst, Kratzer zu machen. Und jetzt fängst du wirklich jetzt machen an, wir so, mit Absicht, an so ein blankes Teil so falsch anzuschleifen. Das heißt, ich vermute auch wieder alle Ecken und Kanten per Hand. Und die Flächen mit dem Exzenter. Genau, ich habe jetzt immer halt auch nochmal so ein Zwischenpad auf den Exzenter mit drauf gemacht. Also doof gesagt, damit du nichts kaputt schleifen kannst. Das heißt, das ist feiner? Nee, es ist weich. Dazwischen. Okay. Das heißt, wenn ich doch mal auf eine Kante komme, dass ich nicht so viel Kraft drauf ist, dass es gleich durchschleift. Genau, weil okay. Das Problem ist eben halt, ist halt wirklich, wenn du jetzt mit oder wer. Müssen wir da jetzt echt gleich so drauf gehen auf das schöne Ding? Ja, mit Absicht. Nee, und wenn du es halt wirklich auf den Teller machst, es gibt verschiedene Härten. Es gibt halt wirklich weiche Teller und harte Teller. Und wenn du jetzt natürlich, sag mal, Knarre auf die Kante drauf drückst, dann schleifst du die Kante komplett gerade. Nee, noch sieht man nichts. Kannst du nicht den Exzenter machen und ich mach so... Auch einmal kannst du auch mit dem Exzenter machen. Okay. Da kannst du nicht viel verkehrt machen. Würdest du normalerweise erst Exzenter, dann alle Ecken und Kanten oder erst die Ecken und Kanten, dann Exzenter? Nee, in der Regel fange ich eigentlich mit dem Exzenter an. So, und natürlich, damit ich erstmal Meter machen kann, das ist für den Kopf immer ganz wichtig. Mhm. Sonst kriegst du einen totalen Rappel. Mhm. Weil dann denkst du, du hast schon 3 Stunden lang gefühlt mit dem Pad geschliffen und hast eigentlich noch überhaupt nichts geschafft. Ich persönlich hätte es tatsächlich auch so gemacht. Ich bin eher vom Kopf her einer so, der erst immer die nervigen Sachen macht. Und dann zum Schluss quasi, dass wir schnell gehen. Das würdest du auch nur einmal machen. Ja, aber mit dem Exzenter geht es halt wirklich schnell und die Ecken und Kanten sind dann... Oh, das ist alles zerkratzt. Oh nein. Ja, okay. Und, ja, aber das geht dann alles relativ fix. Wenn man erstmal das Grobe gemacht hat... Das heißt, du schleifst jetzt wirklich das ganze Auto einmal matt. Genau, also gut, hier drinnen und sowas alles, da müssen wir halt gucken. Hier brauchen wir gar nichts mehr machen. Das können wir hier nachher alles abkleben oder abgeklebt lassen mit dem ganzen Dach. Das brauchen wir nicht nochmal lackieren. Aber sozusagen eben halt diese ganzen Innenflächen und Seitenteile und Einstiege, das kriegt auf jeden Fall nochmal eine Fuhre. Okay, was soll ich tun? Na, jetzt gibst du mir das her. Machen wir den Exzenter gleich mal an. Genau, das war mal eine Drehzahl. So, und jetzt einfach mit der Fläche gehst du einfach mit. Eigentlich krieg ich es gar nicht vom Herzen her schon nicht hin, jetzt hier rüber zu schlafen. Warte mal, flach auf. Jetzt einmal links rüber. So, jetzt siehst du, dass ich Griffnabel hier komplett rausgeschliffen ist. So, und jetzt haben wir, noch Staubeinschlüsse gleich irgendwo haben. So. Wie viel von dem Klarlack habe ich jetzt gerade schon abgetragen? Ich hätte gar nicht gedacht, dass jetzt wirklich gerade schon so viel, weil es sieht schon viel aus, ja, aber es täuscht wahrscheinlich nur, weil es matt ist, ne? Ja. Von unterm Strich ist jetzt nicht großartig viel abgetragen. Mhm. Okay. Jetzt würde man zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, mal gucken, ob wir hier irgendwo hier haben wir noch einen Staubeinschluss, wenn wir den jetzt schleifen zum Beispiel, wenn wir den jetzt hier noch ganz gut sehen. So, und der muss natürlich weg. Ja, hier sieht man jetzt auch schön die ganze Narbe so, ne? Genau. Mal eine schreckliche Lackiernarbe, die man sonst gar nicht sieht hier. Nee, aber das ist eben halt immer der Punkt. Du hast, egal wie gut du lackieren kannst, du hast auf jeden Fall immer irgendwie eine Narbe, die auch, sag ich mal, durch den Basislack kommt. Mhm. Weil wenn du den halt aufträgst, ist der halt, der sieht zwar glatt aus, ist aber nicht. Mhm. Und wenn du einen Klarlack drauf machst, egal wie gut und egal wie voll du das schwemmst, du hast immer so eine kleine Narbe. Jetzt könnte man die entweder rausschleifen und polieren. Ist natürlich ein tierischer Akt. Mhm. Oder man schleift halt nochmal, nur noch einmal leicht drüber, so wie wir das jetzt hier machen. Und dann könnte man eben halt entweder nochmal Basislack oder Klarlack auftragen und dann wird es halt nochmal ein bisschen weicher, ne? Aber ist der Lack jetzt theoretisch schon so weit beschädigt, dass wir den nicht wieder aufpoliert kriegen? Nö, das würde noch gehen. Würde tatsächlich immer noch gehen. Also man könnte jetzt wirklich immer feiner werden, am Ende Hochglanz polieren und das wäre alles wieder weg. Weil ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie einen Läufer drin haben oder sowas, dann schleifen wir teilweise auch mit dem 800er einmal vor und schleifen das dann nachher bis auf 2000 hoch. Kann auch 3000 oder 4000 oder 5000 hochschleifen, dann wird das Polieren halt nochmal einfacher, ne? Okay.
Also schleifen. Oder setz den mal lieber, wenn du ihn kriegt schon Angst hier. Ja, wenn du ihn aufsetzt, dann anmachen. Ah, okay. Weil sonst hast du es teilweise, dass der Teller jetzt volle Pulle dreht. So, und nachher hält er aber an. So, und dann schleift er halt nur exzentrisch. Und wenn du jetzt natürlich aufsetzt, also so würden so wir es jetzt machen, aufsetzen. Woher weißt du, wann Schluss ist? Wenn du durchgeschnitten hast. Okay. Also unterm Strich, mittlerweile haben wir eben halt immer so ein gewisses Bauchgefühl entwickelt, wo du halt weißt, also ich sag unterm Strich, alle Ecken und Kanten, die sind immer problematisch. Da muss man immer aufpassen. So, deswegen schleifen wir sozusagen erstmal nur die Flächen. Und deswegen haben wir hier natürlich auch dieses weiche Zwischenpad drauf, denn passiert dir nicht so schnell irgendwas. Da kannst du halt nicht so viel oder sofort alles kaputt machen. Ja, gefühlt sofort mit einer Ecke schleifst. Genau, ich würde das jetzt eben halt sagen, also klar, immer mit der Form mitschleifen, dass du dann zum Beispiel einmal. Schon, dass man jetzt nicht einfach mal denkt, so schleifen ist so eine Arbeit, rechte Hand schleifen, linke Hand Handy gucken. Geht ja nicht, weil du musst ja schon so ein bisschen darauf achten, wo mal irgendwie noch ein Einschluss oder so ist, dass du den dann irgendwie auch komplett rausschleifst. Ne? Deswegen gerade eben halt, wenn es natürlich auch um was geht, also gerade wie bei solcher Sache, also wenn du das versaust, doof gesagt, dann ist halt alles scheiße. Hast du ja erstmal schlechte Laune. Dann hast du auf jeden Fall richtig schlechte Laune. Und von daher, da muss man eben halt wirklich schon ein bisschen bei der Sache sein und ein bisschen aufpassen. Und aus einem frisch lackierten Carbon-Seitenteil wird ein geschwachteltes Carbon-Seitenteil. Ach, ganz so schlimm ist nicht, aber. Nee, aber witzig ist immer, wie so ein bisschen matt machen, gleich so die ganze Optik zerstört. Mhm. So, okay, das heißt, wir sind hier jetzt schon auf dem Hart? Nee, auf der, oder ich sag mal sozusagen auf der. Oder diesem Carbo. Auf diesem Carbo-Spray. Ah, okay. Aber wenn man zu lange draufhalten würde, wäre es tatsächlich irgendwann so, dass man wirklich auf die Faser irgendwann schlägt. Und dann ist fast dann ist kaputt eigentlich. Ja, ne? Und dann ist kaputt. Weil das würdest du dann auf jeden Fall sehen. Okay. So, ja, so viel zum Thema Schleifen erstmal. Das heißt, es zeigt mir auf jeden Fall, dass du da keinen Bock drauf hast. Nee, ach, das geht schon. Also ich glaube, per Handschleifen wäre noch schlimmer, aber es ist halt wirklich so, muss aufpassen. Ne? Ja. Wie fühlt sich das für dich an gerade? Ja, jetzt so wie gesagt, die ersten 5 cm sind wirklich so. Man will es einfach gar nicht machen. Man will einfach gar nicht ansetzen. Ja, am schlimmsten sieht es nachher aus, wenn wir alles lackiert haben und das eigentlich wirklich fertig ist und ich dann sozusagen die Staubeinschlüsse rausschleife und die dann poliere, weil alle Leute immer denken, das kriegst du doch nie wieder aufpoliert. Die ganze Kiste sieht total katastrophal aus, aber das geht.
So, jetzt ist das allerdings nur die halbe Miete. Jetzt müssen wir ein paar anschleifen. Genau. Also ein paar anschleifen. Macht das ist aber eigentlich relativ problemlos. Also da haben wir eben halt, sag ich mal, die Schwämme, die gibt es in, oder ich sag mal, von Kovacs zum Beispiel, gibt es die in 5 verschiedenen Körnern. Haben die verschiedene Farben? Die, genau, die haben 5 verschiedene Farben, aber ich sag mal, ich arbeite eigentlich immer mit drei verschiedenen. So, und die funktionieren dann immer sehr, sehr gut für alle möglichen Flächen. Hier wichtig bei, dass ich die Flächen auch als Fläche schleife? Nicht zwangsläufig. Oder ist fast egal? Eigentlich ist es fast egal, weil du hast ja, sag mal, eh einen Schwamm. Mhm. Und hier ist es wirklich nur, dass du so diese ganzen Kanten hier komplett einmal überall reinkommst. Mhm. Oder hier diese Rundung, dass man die halt wieder einmal schick abrundet. So, und dann schleifen wir das einmal alles matt. Aber muss schon alles richtig matt werden. Genau. So, deswegen, man kann natürlich eben halt, oder ich mache es halt so, alles, was ich mit dem Excenter machen kann, mache ich auch mit dem Excenter. A, Zeit natürlich. Ja, ja, klar. Und B, hast du natürlich auch ein besseres Ergebnis. So, man muss natürlich eben halt gerade bei so kleinen Sachen, gerade so wie in diesen ganzen Ecken hier, da musst du natürlich eben halt schon ein bisschen aufpassen, dass du nicht hier halt, sag ich mal, mit dem Excenter da rankommst und hier die ganze Kante kaputt schleifst. Oder halt auch manchmal, der Excenter schleift ja logischerweise auf beiden Seiten immer. Manchmal konzentriert man sich so auf die eine Seite, dass man hinten schon wieder gegenkommt. Also. Genau. Okay, das heißt, welche Bereiche soll ich jetzt per Hand schleifen, damit du den Rest per Excenter machst? Ja, eigentlich können wir hier drinnen die ganzen Ecken und Kanten, weil da kommen wir halt nicht wirklich. Okay, ja, dann würde ich sagen, genau, du schleifst da. Ich mach erstmal hier. Ich würde fast sagen, du schaffst die ganze Seite. Okay, das heißt, das ist jetzt hier wirklich alles nur Staub drauf. Genau, das kann man so also gut. Klar, wir wischen das natürlich mal einfach in der Hose ab. So, dann kannst du weiter schleifen. Weil die Pads, also ich sag mal, die gibt es ja in verschiedenen Qualitäten von verschiedenen Herstellern. Mhm. Die sind jetzt auch, sag mal, relativ neu. Aber es gibt nicht so viele, leider, die so gut halten wie die Dinger. Mhm. Weil mit denen kann man echt schon richtig viel reißen. Weil die werden dann sozusagen mit dem Schleifen auch immer ein bisschen feiner. Und ja, und dann funktionieren sie einfach trotzdem immer noch richtig gut. Die sind auch von Kovacs? Ja. Kann ich nur empfehlen. Bestimmt alle werden mich wieder nachfragen. Kovacs. Ja. Soll jetzt keine Werbung sein, funktioniert einfach am besten. Funktioniert wirklich, wirklich gut. Direkt wieder
Klarlack drauf machen oder ist das nur zu zwei Schichten schleifen? Nee, ich könnte jetzt, also klar, wenn wir jetzt irgendwo durchschleifen, kann ich halt einfach so, wie es ist, Klarlack drauf machen. Oder gegebenenfalls, also klar, nach dem Reinigen und alles, noch einfach Basislack nochmal komplett machen. Und dann Klarlack und dann wäre ich fertig. Okay. So, aber nach dem nächsten Gang würdest du dann nicht mehr, zumindest nicht mehr so grob schleifen. Nee, wenn wir jetzt fertig, also ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal Klarlack mache, so dann wären wir durch. Dann müsste man halt nichts mehr machen. Dann würden wir halt nur noch Finish machen, also sozusagen die Staubeinschlüsse entfernen. So, die sind leider immer drin, egal wie gut wir arbeiten, wenn auch wenig. Und ja, und dann war's das. So, und zack, ist das ganze schöne Seitenteil schon wieder. Schon wieder weiß. Schon wieder entwertet, ne? Ja, ich würde sagen, haben wir soweit alles gezeigt, was wir zeigen wollten, ne? Ja. Dann schleifen wir jetzt noch ein paar Stunden. Genau. Schleifen noch ein bisschen und überlegen uns, wie wir weitermachen. Danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Ich bin selbst bei dem matten Seitenteil immer noch überwältigt. Wie geil, dass er drin sitzt. Gucke mir gleich zum Glück die andere Seite nochmal an. Und dann schauen wir mal im nächsten Video, wie es weitergeht. Ciao. Ciao.